Bowls sind derzeit in aller Munde und absolut im Trend. Kein Wunder, denn sie sind bunt, abwechslungsreich und sie können nach Lust und Laune gestaltet werden. Übrig gebliebenes vom Vortag kannst du direkt mitverarbeiten. So entstehen immer wieder neue, leckere Kombinationen. Heute zeige ich euch eine vegane Quinoa Bowl mit Avocado, buntem Gemüse und Beeren. Quinoa ist ein super Eiweißlieferant und bietet zudem viele Mineralstoffe und Vitamine. Avocado versorgt euch mit super gesunden Fettsäuren und zudem wertvollem Provitamin A. Diese Bowl ist ein echter Vitamincocktail. Super schnell gemacht und der perfekte Begleiter für euren Alltag. Für zwei Personen benötigt ihr 125 Gramm Quinoa, ein Viertel Kopfsalat, 30 Gramm Mandeln, ein halbes Bund Radieschen, eine Viertel Salatgurke, 20 Gramm Rucola-Salat, eine Avocado, 50 Gramm Heidelbeeren, 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Leinöl, Salz und Pfeffer sowie ein paar Stiele frischen Basilikum. Ich starte mit der Quinoa. Zunächst gebe ich sie in ein feines Sieb und spüle sie gründlich mit heißem Wasser durch. Dann gebe ich sie zusammen mit ca. 250 ml Wasser und etwas Salz in einen Topf, lasse alles kurz aufkochen und gare die Quinoa 10 bis 15 Minuten bei schwacher Hitze. Währenddessen hacke ich die Mandeln grob und stelle sie zur Seite. Als nächstes putze ich die Radieschen und die Gurke und schneide alles in feine Scheiben. Dann wasche ich den Salat und die Heidelbeeren und lege beides bereit. Als nächstes mache ich mit der Avocado weiter. Ich halbiere sie, entferne den Kern, hole das Fruchtfleisch mit einem Esslöffel aus der Schale und schneide es in Scheiben. Als letztes wasche ich den Basilikum, hacke ihn fein und vermische ihn mit dem Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Öl zu einem Dressing. Dann nehme ich die gegarte Quinoa und vermische sie mit dem Dressing und den gehackten Mandeln. Als letztes gebe ich die Radieschen, die Gurke, den Salat, die Avocado und die Heidelbeeren auf die Quinoa. Fertig! Ich wünsche euch viel Freude beim Nachkochen.